Ja, Mohammed, hol einen Löffel, Habi, bitte. Baba, die haben in der Schule gesagt, ich soll mit dir über meine Rechte reden. Rechte? Okay, Menschenrechte? Kinderrechte, ich soll mit dir über meine Kinder. Kindershow? Kinderrechte? Kinderrechte. Habi, ich habe hier eine rechte, oh, hier eine linke. Welche willst du wählen? Du willst mich schlagen, oder? Mhm. Ich wusste, dass du es machst, deswegen habe ich den Schultherapeuten eingeladen. Boah, lag nicht, der ist ein Schultherapeuten. Hallo und Namaste. Schön, wieder hier zu sein. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mein Name ist Krishna, Harald Krishna. Ja, Haiwan, ich kenne dich, ich weiß, du warst schon mal... Ihr Sohn ist mittlerweile in einem Alter, wo es wichtig für ihn ist, Unabhängigkeit zu lernen, zu leben. Wissen Sie, Sie müssen ihm seine Freiräume geben, damit er sich entfalten kann, wie eine Blume. Vielleicht fangen wir mit dem Thema Privatsphäre an. Privatsphäre? Mhm. Bedeutet Privatsphäre, Ente? Giovanni, la wacht der Kek alleine? Oder was? Hast du nicht hier ein eigenes Zimmer? Ein eigenes Bett? Decke, zack. Privatsphäre. Ja, aber ihr kommt immer rein, um zu fragen. Habi, weil das unser Zimmer ist. Ja. Ich merke, die Energie ist ein wenig angespannt. Es sollte dabei helfen, ein wenig Positivität hier in den Raum zu bringen. Wissen Sie, Studien haben ergeben, dass Kinder in einem gewissen Alter ihre eigenen Privatsräume brauchen. Ihre eigenen Freiräume, die von den Eltern respektiert werden sollten. Da bin ich Privatsphäre, schon hat er Privatsphäre. Schon wird gerne ein eigenes Zimmer, eigene Wohnung, eine... Was ist das Privatsphäre? Ist das eine ernst gemeinte Frage? Ja, ist eine ernst gemeinte Frage. Privatsphäre ist ein ganz besonderer Raum, ein Safe Space für Ihren Sohn zur Kontemplation, in dem Sie um Erlaubnis beten müssen, um eintreten zu dürfen. Und Ihr Sohn antwortet nach Ihrer Frage mit Ja, Baba. Ja, Baba. Ja, Baba? Ja, Baba, du sagst? Ja. Ja, nächstes Mal bei meinem Sohn soll ich einen Termin machen? Bip, 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 bip. Hallo, assalamu alaikum. Ey, mashallah, alhamdulillah. Ja, kann ich einen Termin haben bei Ibni, meinem Sohn? Mar, wallah, 2 Uhr, okay, ich komme. Das ist doch hervorragend. Wir machen noch super Fortschritte. Ja, nee, hat dein Vater auch bei der Termine gemacht? Selbstverständlich. Und da merkt man. Ihr Sohn hatte noch weitere Anliegen. Wie oft darf Ihr Sohn woanders übernachten? Gar nicht. Gar nicht? Jedes Wochenende übernachtest du bei Can. Das ist nicht mein Freund, das ist mein Cousin, er mobbt mich die ganze Zeit. Er mobbt dich? Ja. Ja, Mar, er ist 2. Trotzdem kann man gemobbt werden. Kommen wir zum letzten Anliegen Ihres Sohnes. Der Taschengeldparagraf. Taschengeldparagraf? Wie viel Taschengeld bekommt denn Ihr Sohn in der Woche? Ich krieg syrische Lira. Nun besteht die Möglichkeit, dass Ihr Sohn sich etwas dazu verdient, wenn er im Haushalt Dinge erledigt. Ja, aber natürlich, geh stirren, geh arbeiten, kriegst du Geld. Ich meinte, wenn er beispielsweise Teller wäscht oder den Müll rausbringt, dass er dafür ein wenig mehr Taschengeld erhält. Ich soll meinen Sohn bezahlen, dass er Teller wäscht, den Müll rausbringt. Ich habe den Löffel heute gebracht. Allah, hast du mir einen Mashallah aus deinem... Ja, dich bitte, wie viel willst du haben für den Löffel, ha? 10, 20, 30... Schöne Ente bitte, Rechnung, ha? Dafür, dass du mir einen Löffel gegeben hast, dass du mich nervst, dass du einen Propellerhub kaufst, dafür ich... Er will Geld von mir, Taschengeld? Nein, okay. Darf ich auch eine Rechnung stellen? Jeder darf eine Rechnung stellen. Da war es auch jeder eine Rechnung stellen. Ja. Okay. Jalla, Mensch, okay, jalla. Ah, für Toilette, die du benutzt jeden Tag, es stinkt, Habibi, 50 Cent. Bip, 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 bip. Toilettenpapier pro Stück, 20 Cent. Für wie alt bist du? Dich am Racken, 12,5 Jahre Kopfschmerzen, Habibi. Mit Wapsa Schuh. Hey, in Rechnung, Tabak. Nee, das ist ja deine Privatsphäre. Mein Hausbesuch war natürlich auch nicht umsonst. Ich hab hot. Heil Rechnung Tabak? Ja, war schon mal. Okay. Geh bitte. Gern. Namaste. Stell den Vater in der Rechnung, genau. Ja, danke für die Erinnerung. Mashallah.
Aua, Namaste. Einmal bitte abonnieren und schreibt doch mal in die Kommentare, welche Gespräche Momo und ich noch führen sollen. Genau. Sehr interessant. Da oben geht es zum Kanal von Die Frage. Häusliche Pflege, was sind wir unseren Eltern schuldig? Ja. Und darunter geht es zu unserem letzten Datteltäter-Video, ein Vater-Sohn-Gespräch zwischen diesen beiden. Über Wokeness. Über Wokeness. Arabische Väter, Wokeness. Hey, oh, Mente. Kostet Geld. Aufstehen! Aufstehen! Aber wie teuer ist recht, stelle in Rechnung, ja? Aufstehen! Privatsphäre, ja?